2. Vom Himmel gesandt. Moskau, 15. Oktober 1941. Lucinda! Rief Daniel abermals, aber es war zu spät. Im gleichen Augenblick war sie auch schon verschwunden. Er war gerade erst in die trostlose, schneebedeckte Stadt getreten. Er hatte hinter sich einen Lichtblitz gespürt und die Hitze einer Flamme in der Nähe. Aber alles, was er sah, war Luz. Er lief auf die verdunkelte Straßenecke zu, wo sie stand. Sie sah winzig aus, in einem fadenscheinigen Mantel, in der jemand anderem gehörte. Sie wirkte verängstigt. Er hatte beobachtet, wie sie einen Schatten öffnete, und dann... Nein! Hinter ihm schlug eine Rakete in ein Gebäude ein. Der Boden erbebte, die Straße wölbte sich und riss auf, und ein Hagel aus Glas und Stahl und Beton prasselte nieder. Danach herrschte auf der Straße tödliche Stille, aber Daniel bemerkte es kaum. Er stand einfach ungläubig zwischen den Trümmern. »Sie geht weiter zurück«, murmelte er und klopfte sich den Staub von den Schultern. »Sie geht weiter zurück«, sagte jemand. »Seine Stimme? Ein Echo?« Nein, für ein Echo war es zu nah und zu deutlich, als dass er sich es hätte einbildet. »Wer hat das gesagt?« Er rannte an einem zerstörten Gerüst vorbei zu der Stelle, wo er Luz gesehen hatte. Ein zweimaliges Aufkeuchen. Daniel stand vor sich selbst. Es war nicht ganz er selbst, eine frühere Version von ihm, eine etwas weniger zynische Version seiner selbst. Aber aus welcher Zeit? Wo war er? »Berührt euch nicht«, rief Cam ihnen zu. Er trug die Arbeitsuniform eines Offiziers, Kammstiefel und einen ausgebeulten schwarzen Mantel. Bei Daniels Anblick flammten seine Augen auf. Unbewusst waren beide Daniels einander näher gekommen und umrundeten einander vorsichtig. Jetzt wichen beide zurück. »Halt dich von mir fern«, warnte der Ältere den Neueren. »Es ist gefährlich.« »Das weiß ich«, blaffte Daniel. »Denkst du, ich wüsste das nicht?« Schon die Nähe zu diesem anderen Daniel krampfte ihm den Magen zusammen. »Ich war schon einmal hier. Ich bin du.« »Was willst du?« »Ich...« Daniel sah sich um und versuchte, sich zu orientieren. Nachdem er Jahrtausende gelebt, Luz geliebt und sie verloren hatte, war das Gewebe seiner Erinnerungen ausgefranst. Die Wiederholungen machten es schwer, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Aber dieser Ort lag nicht so lange zurück. An diesen Ort erinnerte er sich. Trostlose Stadt, Schnee auf den Straßen, Feuer am Himmel. Es könnte einer von 100 Kriegen gewesen sein. Aber da, die Stelle auf der Straße, wo der Schnee geschmolzen war, der dunkle Krater an dem Meer aus Weiß. Daniel sank auf die Knie und griff nach dem Ring aus schwarzer Asche. Er schloss die Augen und er erinnerte sich genau daran, wie sie in seinen Armen gestorben war. Moskau, 1941. Das hatte sie also vor. Sie wanderte durch ihre früheren Leben, in der Hoffnung zu verstehen. Bloß, dass es in ihren Toden keine Regelmäßigkeit gab, keine Gesetzmäßigkeit. Mehr als irgendjemand sonst wusste Daniel das. Aber es gab gewisse Leben, in denen er versucht hatte, für sie ein Licht auf die Dinge zu werfen, in der Hoffnung, sie dadurch ändern zu können. Manchmal hatte er gehofft, Luz länger am Leben halten zu können, obwohl das niemals wirklich funktioniert hatte. Manchmal, wie dieses Mal während der Belagerung Moskaus, hatte er sich dafür entschieden, sie schneller fortzuschicken, um sie zu schonen, sodass sein Kuss das letzte sein konnte, was sie in diesem Leben fühlte. Und das waren die Leben und die längsten Schatten, über die Äonen warfen. Das waren die Leben, die herausragten und Luz anzogen, wie Eisenspäne von einem Magneten angezogen wurden, während sie durch die Verkünder stolperte. Diese Leben, in denen er offenbart hatte, was sie wissen musste, obwohl er wusste, dass es sie zerstören würde. Wie ihr Tod in Moskau. Er erinnerte sich lebhaft daran und kam sich töricht vor. Die verwegenen Worte, die er geflüstert hatte, der leidenschaftliche Kuss, den er ihr gegeben hatte. Das glückselige Begreifen auf ihrem Gesicht, als sie starb. Es hatte nichts geändert. Ihr Ende war immer das gleiche.
Und Daniel fühlte sich anschließend auch immer gleich. Verlassen. Schwarz. Leer. Ausgeweidet. Und tröstlich. Gabby machte einen Schritt vorwärts, um Schnee über den Ring aus Asche zu treten, wo Luschka gestorben war. Ihre federleichten Flügel glänzten in der Nacht und eine schimmernde Aura umgab ihren Körper, während sie vornübergebeugt im Schnee stand. Sie weinte. Die übrigen kamen ebenfalls näher. Cam, Roland, Molly, Arian. Und Daniel, der Daniel lang vergangener Zeiten, vervollständigte ihre bunt zusammengewürfelte Runde. »Wenn du hier bist, um uns vor etwas zu warnen«, rief Arian, »dann sag, was du zu sagen hast, und geh.« Ihre schimmernden Flügel falteten sich nach vorn, und sie trat schützend vor Daniel, der ein wenig grün aussah. Es verstieß gegen das Gesetz und war unnatürlich für die Engel, mit ihren früheren Ichs Kontakt aufzunehmen. Daniel fühlte sich dumpf und schwach. Ob es daran lag, dass er Lus Tod hatte durchleben müssen, oder daran, dass er seinem früheren Ich so nahe gewesen war, konnte er nicht sagen. »Uns warnen?« höhnte Molly und ging im Kreis um Daniel herum. »Warum sollte Daniel Gregory sich die Mühe machen, uns wegen irgendetwas zu warnen?« Sie trat dicht vor ihn hin und kitzelte ihn mit ihren kupferfarbenen Flügeln. »Nein, ich erinnere mich daran, was er im Schilde führt. Dieser hier springt seit Jahrhunderten durch die Vergangenheit. Immer auf der Suche, immer zu spät.« »Nein«, flüsterte Daniel, »das konnte nicht sein.« Er hatte sich auf den Weg gemacht, um sie einzufangen, und das würde er tun. »Was sie eigentlich wissen will«, sagte Roland zu Daniel, »ist Folgendes. Was ist passiert? Was hat dich hierher geführt? Von wo auch immer du gekommen bist?« »Ich hätte es fast vergessen«, meinte Cam, während er sich die Schläfen rieb. »Er ist hinter Lucinda her. Sie ist aus der Zeit gefallen.« Er drehte sich zu Daniel um und zog eine Augenbraue hoch. »Vielleicht wirst du jetzt deinen Stolz vergessen und uns um Hilfe bitten?« »Ich brauche keine Hilfe.« »Mir scheint, du brauchst doch welche«, spottete Cam. »Halt dich da raus«, zischte Daniel. »Du wirst uns später noch genug Ärger machen.« »Oh, was für ein Spaß!« Cam klatschte in die Hände. »Jetzt habe ich etwas, auf das ich mich freuen kann.« »Das ist ein gefährliches Spiel, das du spielst, Daniel«, warf Roland ein. »Das weiß ich.« Cam lachte ein dunkles, finsteres Lachen. »Also, wir haben schließlich das Endspiel erreicht, nicht wahr?« Gabby schluckte. »Also hat sich etwas verändert.« »Sie kommt langsam dahinter«, sagte Arian. »Sie öffnet Verkünder und schreitet hindurch, und sie lebt immer noch.« Daniels Augen flammten violett auf. Er wandte sich von ihnen allen ab und blickte auf die Ruine der Kirche, wo er Luschka zum ersten Mal gesehen hatte. »Ich kann nicht bleiben, ich muss sie einholen.« »Nun, soweit ich mich erinnern kann«, bemerkte Cam leise, »wirst du das niemals schaffen. Die Vergangenheit ist bereits geschrieben, Bruder.« »Deine Vergangenheit vielleicht, aber nicht meine Zukunft.« Daniel konnte nicht klar denken. Seine Flügel brannten in seinem Körper darauf, freigelassen zu werden. Sie war fort. Die Straße war verlassen. Hier war niemand, um den er sich Sorgen machen musste. Er nahm die Schultern zurück und ließ seine Flügel sich entfalten. Diese Leichtigkeit, diese tiefste Freiheit. Jetzt konnte er klarer denken. Was er brauchte, war ein Moment für sich allein, mit sich selbst. Er warf dem anderen Daniel einen Blick zu und erhob sich in den Himmel. Sekunden später hörte er das Geräusch wieder, das gleiche Rauschen von sich entfaltenden Flügeln, das Schlagen eines weiteren Paares Flügel, jüngere Flügel, die vom Boden unter ihm abhoben. Daniels früheres Ich holte ihn am Himmel ein. »Wohin?« Wortlos ließen sie sich auf einem Sims im dritten Stock eines Gebäudes in der Nähe des Patriarchenteichs nieder. Auf dem Dach ging über Lus Fenster, von wo aus sie im Schlaf beobachtet hatten. Die Erinnerung würde für Daniel frischer sein, aber die schwache Vorstellung von Lus, wie sie träumend unter den Decken gelegen hatte, ließ noch immer eine Welle der Wärme durch Daniels Flügel fließen. Beide waren ernst.
wie traurig und ironisch, dass ihr Zuhause in der ausgebombten Stadt verschont geblieben war, während sie selbst dieses Glück nicht gehabt hatte. Schweigend standen sie in der kalten Nacht und zogen beide sorgfältig die Flügel wieder ein, damit sie einander nicht versehentlich berührten. »Wie sehen die Dinge für Sie in der Zukunft aus?« Daniel seufzte. »Die gute Nachricht ist, dass in diesem Leben etwas anders ist. Irgendwie ist der Fluch verändert worden.« »Wie?« Daniel schaute auf. Die Hoffnung, die hell in seinen Augen geleuchtet hatte, verdunkelte sich. »Soll das heißen, dass sie in ihrem gegenwärtigen Leben noch ungetauft ist?« »Das vermuten wir. Es trägt zu der Änderung bei. Es scheint, als hätte sich ein Schlupfloch aufgetan und ihr gestattet, über ihre gewohnte Zeitspanne hinauszuleben. Aber das ist unglaublich gefährlich.« Daniel sprach schnell und hektisch die gleichen Gedanken aus, die Daniel seit jener letzten Nacht in der Sword and Cross durch den Kopf gegangen waren, als er begriffen hatte, dass es diesmal anders war. »Sie könnte sterben und nicht zurückkommen. Das könnte das Ende sein. Damit steht jetzt absolut alles auf dem Spiel.« »Ich weiß.« Daniel brach ab und fasste sich. »Es tut mir leid. Natürlich weißt du das. Aber die Frage ist, versteht sie, warum dieses Leben anders ist?« Daniel betrachtete seine leeren Hände. Eine der Ältesten der Schesmahalim ist an sie herangekommen und hat sie ausgefragt, bevor Luz irgendetwas über ihre Vergangenheit wusste. Lucinda weiß, es dreht sich um die Tatsache, dass sie nicht getauft ist. Aber es gibt so viel, dass sie nicht weiß. Daniel trat an den Rand des Daches und betrachtete ihr dunkles Fenster. »Was sind dann die schlechten Neuigkeiten?« »Ich fürchte, es gibt außerdem vieles, das ich nicht weiß. Ich kann nicht vorhersagen, was geschehen wird, wenn ich sie bei ihrer Flucht zurück durch die Zeit nicht finde und aufhalte, bevor es zu spät ist.« Unten auf der Straße ging eine Sirene los. Die Luftangriffe waren vorüber. Schon bald würden die Moskowiter auf die Suche nach Überlebenden ihre Stadt durchkämmen. Daniel durchforschte sein Gedächtnis. Sie ging weiter zurück, aber in welches Leben? Er drehte sich um und musterte sein früheres Ich durchdringend. »Du erinnerst dich auch daran, nicht wahr?« »Dass sie zurückgeht?« »Ja, aber wie weit zurück?« Sie sprachen beide gleichzeitig, während sie auf die dunkle Straße hinabstarrten. »Und wo wird sie Halt machen?« fragte Daniel und wich vom Rand des Daches zurück. Er schloss die Augen und holte Luft. »Luz hat sich verändert. Sie ist...« Er konnte sie beinahe riechen. Sauberes, reines Licht wie Sonnenschein. »Etwas Grundlegendes hat sich verändert. Wir haben endlich eine reelle Chance. Und ich war niemals glücklicher. Und mir war niemals elender vor Angst.« Er öffnete die Augen und war überrascht zu sehen, dass Daniel nickte. »Daniel?« »Ja?« »Worauf wartest du?« fragte Daniel mit einem Lächeln. »Ihr nach.« Und mit diesen Worten zog Daniel einen Schatten am Vorsprung des Daches auf, einen Verkünder, und trat hinein.